Hallo, hallo und willkommen bei mir. Schön, dass ihr da seid. Oh Mann, es ist so warm hier. Es ist so warm hier. Aber bei euch ganz bestimmt auch, ne? Bei euch ist bestimmt auch ganz doll warm. Ja, also ich habe mir heute so gedacht, ich werde mal so ein Video machen mit Sachen, die so speziell für den Sommer gut sind. Und dann habe ich das mitten beim Einkaufen so richtig in den Kopf gekriegt und gedacht, so ja, ich werde mal mich so auf Sachen konzentrieren, die erfrischend sind. Ich finde das irgendwie total angenehm, wenn man im Sommer einfach mal so ein Shampoo benutzt, was erfrischend ist, Duschgel und so weiter. Und da habe ich vor, mich mal so ein bisschen durchzutesten. Ich möchte mal ein paar Sachen davon testen und dann werde ich einfach mal irgendwann so ein Video machen. Welche Sachen da am besten sind. Also, wenn ihr möchtet, abonniert sehr gerne meinen Kanal und ich zeige euch jetzt, heute und hier die Neuheiten von DM und Rossmann. Ich habe letzte Woche auch schon ein Video gemacht. Ich habe heute nicht sehr, sehr viele Neuheiten gefunden, habe euch aber natürlich ganz viele Fotos gemacht und auch die Ideenwelt abgefilmt. Aber wenn ihr das letzte Video nicht geschaut habt, dann schaut euch das gerne an. Dann seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Und für alle, die das nicht wissen, ich mache jede Woche ein DM und Rossmann Haul Video mit Neuheiten. Ja, dann gehe ich mit euch jetzt erstmal zu DM. Dann habe ich Sachen eingekauft. Wie gesagt, speziell zum Testen. Die gibt es in beiden Märkten und dann hüpfe ich einmal rüber zu. Nee, umgekehrt. Erst DM und dann Rossmann. Ich habe mir hier nämlich Haufen gemacht. Jetzt habe ich das gerade verwechselt. Also erst DM, dann was es in beiden gibt und dann einmal Rossmann. Also richtig schöne Sachen, sehr, sehr spannend auch für mich. Ja, also seit Tagen, also seit den letzten Rossmann-Hauls. Ich verbrauche gerade langsam meine Düfte, Parfüm und so weiter. Und ich habe da die ganze Zeit schon einen im Hinterstübchen gehabt, den ich mir mal kaufen möchte. Ich habe den auch schon getestet und freue mich jetzt auch ganz doll. Und der kommt jetzt bei mir zu den anderen Düften. Das ist der Nature Blossom und hier gibt es Coco Vanilla. Es gibt von denen einen neuen Duft, der ist mit Kirsche, den mag ich aber nicht. Und hier ist Vanille mit Kokos. So ein schöner Duft, den man auch richtig gut mischen kann mit anderen Düften. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Playboy-Körpersprays, also nicht die Parfüms, sondern diese ganz großen Flaschen, die da auch mal rumstehen. Und ich habe mir das jetzt mitgenommen, freue ich mich total drauf und kann es gar nicht erwarten. Ach, ich wollte mich jetzt gerade eindieseln, aber ich denke, ich lasse das lieber, weil ich gleich noch ein bisschen riechen muss, weil ihr wisst ja, ich rieche nicht in der Drogerie. Ich nehme die Sachen mit und teste dann erst zu Hause. Ah, schade. Ich finde den so toll. Also ich mag total gerne diese Mischung und das riecht so richtig schön und ich finde das auch passend für den Sommer irgendwie. Kokosvanille, könnt ihr euch ja denken, wie toll das riecht wahrscheinlich, ne? Dann habe ich für meine Fingernägel, ich teste gerade Manico und kann ich schon mal sagen, also bis jetzt bin ich begeistert, werde ich aber ein Video drüber machen auf jeden Fall. Und was immer wieder irgendwie bei mir verschwindet, das ist das hier. So ähnlich. Ich habe mich so ein bisschen gewundert. Also das hier hatte ich eigentlich nicht, aber ich hatte immer so was Ähnliches und ich kaufe das ständig nach und immer verschwindet das irgendwie. Das nennt sich Maniküre Multitool ist von Ebeline von DM. Und die eine Seite war eigentlich immer anders und die ist jetzt hier so richtig spitz. Ich hoffe, das geht. Aber man kann halt immer so schön mit der Seite die Nagelhaut nach hinten schieben und hiermit auch. Also mit dieser Seite finde ich immer am besten. Das hat sich so bewährt bei mir. Und damit kann man auch immer gut so unter den Nagel sauber machen und so. Also ich liebe dieses Teil hier. Müsste es eigentlich auch bei Amazon geben, bin ich der Meinung. Ich weiß es nicht so genau. Hab da ein bisschen nachgesucht. Also in zwei Märkten hatten sie es nicht. Aber dann nachher bei dem dritten DM, da hatten sie es dann. Also so ein bisschen suchen. Es war Gott sei Dank in den Läden kühler als draußen. Also immer auf dem Weg vom Parkplatz zum Auto war es richtig warm. Aber dann im Auto und im Laden war es Gott sei Dank angenehm. Dann habe ich mir noch zwei Tuchmasken mitgenommen. Und jetzt rutschen wir schon eigentlich in die Richtung, das gibt es in beiden Läden, DM und Rossmann.
Ja, was habe ich dazu zu sagen? Ich kenne beide und wollte für mich noch mal testen, welche ich da besser finde. Ich bin eigentlich ein Fan von diesen Garnier-Tuchmasken. Früher war ich das gar nicht, weiß, ich habe meine Meinung geändert. Oft kriege ich so Kommentare, da steht dann, das machtest du doch nie. Ja, Entschuldigung. Manchmal ändert man seine Meinung und ich finde die hier, die kannte ich ja gar nicht. Ich kannte nur andere doofe Tuchmasken. Aber die von Garnier, die finde ich wirklich toll und auch empfehlenswert. Und die haben wirklich richtig schön Feuchtigkeit. Und da merkt man auch was. Es ist angenehm, gerade für den Sommer. Und die kann man ja auch so schön im Kühlschrank stellen, oder? Stellen, legen, packen. Ich werde sie mir in den Kühlschrank legen und dann werde ich sie mal testen. Und entweder sind sie beide gleich oder sie sind sich sehr ähnlich. Ich weiß auch gar nicht, wie die sich so ganz genau unterscheiden. Im Aussehen ist es beides mit. Das ist, glaube ich, hier Hyaluron, Hydrabomb. Ja, grüner Tee und Hyaluronsäure ist das hier. Und das andere ist, wartet mal, eine Serum Hydra Boost. Und hier ist Glycerin und Aloe Vera drin und auch Hyaluron. Also vielleicht ist die ja ein bisschen reichhaltiger. Mal gucken, ob man da überhaupt einen Unterschied merkt. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Kommt direkt in den Kühlschrank. So, jetzt kommen Sachen, die ich mir speziell zum Testen gekauft habe. Die gibt es bei beiden, in beiden Läden. Hier habe ich einmal von, also das geht jetzt, was ich euch jetzt zeige, das geht alles so in diese Minzrichtung, weil ich das so schön finde und so angenehm, wenn man draußen, also wenn es einfach draußen total warm ist und man hat so ein erfrischendes Duschgel. Da bin ich halt auf der Suche und da möchte ich so ein bisschen testen und euch das dann berichten. Was ist da so am besten? Was kann ich empfehlen? Ja, ich denke, das ist ein ganz interessantes Thema zum Sommer hin. Also, Fresh Pur, 0% Aluminium, 48 Stunden Schutz und ich möchte gerne mal schnuppern und das werde ich jetzt tun. Aber wo mache ich das rein? ich gucke mal, ob ich das so. Achtung, ich muss erstmal, muss man das drehen? Ach so, drehen. Oh, ich drücke das fast kaputt. Man muss das drehen. Also, ich rieche mal. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das riecht richtig schön frisch. Aber richtig schön frisch. Also sehr angenehm. Auf eine ganz, warte mal, ich habe es gerade im Mund. Auf eine sehr angenehme und dezente Art und Weise, so wie man sich Nivea vorstellt. Nivea stellt man sich, glaube ich, immer so vor, so ein bisschen gedämpfter und frisch. Und das ist frisch mit diesem Minzgeruch. Ich bin der Meinung, das ist Minze. Ich schaue mal, ob das hinten drauf steht. Oh, ich habe das die ganze Zeit auf der Zunge. Ist ja ekelhaft. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwas in der Richtung sehe. Aber ich glaube, es steht hier gar nicht drauf. Man kann nur anhand der Bilder so ein bisschen gucken. Also es riecht wirklich wie so ein frisches Parfüm. Also hier sind, entweder sind das Minzblätter oder. Ja, Brennnessel sieht ja anders aus. Bildungslücke. Ich bin der Meinung, dass es so ein bisschen geht, so in die Minz- oder Mentholrichtung. Ist aber nicht doll, also wirklich gar nicht. Sehr, sehr angenehm. Merkt euch das gerne mal, könnt ihr mal testen. Kann auch sein, dass immer mal ein neues Produkt dabei ist. So, dann habe ich wieder was in diese Richtung. Das ist jetzt halt alles schön grün. Hier habe ich von Duschdass eine Limette Minze. Prickelnd frisch. Und ein Duschgel und da will ich mal testen, was da so das Schönste eigentlich war am Ende. Das bin nicht ich, das ist das Ding hier, ne? Immer. Oh meine Güte, das riecht aber lecker. Oh, oh. Kriegt man irgendwie so Appetit auf Zitroneneis? Ich weiß auch nicht. Ja, ist ja auch Limette. Limette und Minze werde ich sehen, gefällt mir gut. Vielleicht wollt ihr euch ja auch schon gleich was kaufen, wenn euch das jetzt hier total anfixt. Wie Leder ist immer ein bisschen teurer, aber sind immer sehr, 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 sehr tolle Duschgele. Sehr pflegend, sehr, sehr krass duftend. Also ich liebe es total. Und ich werde mal schnuppern, wenn ich das aufbekomme. Oh, es geht endlich mal leicht auf. So, ich werde mal riechen. Oh, das ist, ja, das ist noch extremer. Also Dusch, das war gerade so ein bisschen zurückhaltend und das ist jetzt hier wieder, man merkt so total Aroma. Wahnsinnig aromatisch und hochwertig und viel konzentrierter. Trotzdem aber sehr zurückhaltend und angenehm und ich glaube, das werde ich als erstes benutzen. Das ist ja lecker.
Hier, ich muss mir die Blümchen hier angucken. Das sieht aus wie Limette wieder. Zitrus steht hier hinten drauf. Und ich gucke mal, ob hier hinten noch mehr drauf steht. Man kann das aber auch natürlich alles immer googeln, ne? Erfrischung für die Sinne, Cremedusche, pflanzliche Basis, lololo, das wisst ihr ja, ne? Dass wie Leder natürlich auch hier immer sehr, sehr, sehr bewusst ist. Also werde ich, glaube ich, als erstes mal testen. Mal gucken, ob ich einen großen Unterschied finde. Und die letzte Dusche ist diese hier. Die hatte ich eigentlich als erstes im Einkaufskorb. Da hatte ich dann auch die Idee, wo ich das gesehen habe. Irgendwie war mir so warm. Und dann dachte ich so, oh, jetzt so ein schönes, erfrischendes Duschgel. Und dann kam halt, da war die Lampe kurz an, die mir dann sagte, teste doch mal Zitrussachen oder frische Sachen. Auch sehr lecker, ist auch die gleiche Richtung, ist auch wieder Limette und Zitronengras. Oh, lecker. Also auch hier echt auch so ein schönes Duschgel, was so gut riecht. Mal schauen, ob ich nachher einen Favoriten habe. Ich habe jetzt auf jeden Fall, kommt da noch was? Ja, nachher kommt noch mal was von DM. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein Pflegeshampoo gefunden. Das war schwierig, ein Shampoo in der Richtung zu finden. Solltet ihr da, von Asam gibt es ja schon eins, aber ansonsten, wenn ihr in der Drogerie mal irgendwie sowas seht, bitte schreibt mir das sofort. Würde ich gerne testen. Ich habe jetzt nur das von Lavera gefunden. Und zwar Pflegeshampoo, Frische und Balance. Und auch hier wieder Biominze und Limette. Und ich werde mal gucken, wie die sich so unterscheiden. Wahrscheinlich nehmen die sich nicht viel untereinander, ne? Das riecht am wenigsten von allen. Ist ja auch ein Shampoo. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Ist ja auch ein Shampoo. Klar, es riecht natürlich anders. Deswegen riecht das so anders. Also es ist jetzt nicht, dass es so total krass riecht wie ein Duschgel, aber ich erhoffe mir Frische auf der Kopfhaut. Also ich möchte gerne so ein frisches Gefühl haben. Ich glaube, das ist sehr angenehm, oder? Gerade wenn das so warm ist. Ja, das war es erstmal mit diesen neutralen Sachen. Und jetzt gehe ich einmal mit euch rüber zu Rossmann. So, da habe ich gleich erstmal eine Enttäuschung, das weiß ich jetzt schon. Und zwar habe ich den Fehler gemacht. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten bei Rossmann. Das war eine ganz, ganz tolle Begegnung. Und also sie kannte mich nicht oder so. Wir haben auch uns nicht irgendwie privat ausgetauscht. Wir haben einfach nur über Duschgel gesprochen. Und nachher ging das dann natürlich auch in eine andere Richtung. Aber jetzt nicht irgendwie. Also sie wusste jetzt nicht, dass ich einen YouTube-Kanal habe oder so. Und ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, ich hatte mir hiervon das Duschgel genommen. Und das hier habe ich schon 2 Tage vorher gekauft. Da war ich aus irgendeinem Grund in der Drogerie. Ich glaube, ach ja, After-Sun-Produkte habe ich auch meiner Tochter gekauft, weil die war zu lange in der Sonne. Brauchte ich ganz schnell After-Sun-Produkte, genau. Und da habe ich das schon mal mitgenommen, weil ich dachte, so, dann hast du das schon mal für deinen Rossmann-Haul. Hab gar nicht dran gerochen und diesmal hatte ich dann das Duschgel in der Hand, weil da hatten sie nur die Handseife. Das ist nämlich von Isana, die Eigenmarke Isana, Sun Ozon. Und das sollte ja eigentlich so hoffentlich so ein bisschen strandmäßig, Wellness, Sonne oder Aftersun mäßig riechen. Und dann hatte ich das Duschgel in der Hand und habe das abfotografiert. Für euch mache ich ja immer so und dran gerochen. Und dann war sie interessiert und nahm sich das dann auch. Und dann kamen wir halt ins Gespräch. Und dadurch habe ich das dann auch gerochen. Dann dachte ich so, das riecht ja gar nicht gut. Dann habe ich das direkt wieder zurückgestellt. Riecht da mal dran, wenn ihr in der Drogerie seid. Ich wüsste sowieso gerne mal von euch. Ich würde gerne am liebsten mal so eine Umfrage machen. Wer riecht in der Drogerie und wer macht es nicht? Ich bin ja jemand, der das nicht macht, aber das hat ja auch Gründe so, dass man so sagt, ja, ich stehe halt auch so ein bisschen hier in der Öffentlichkeit, ich bin Vorbild, aber ich sehe es ja immer wieder, dass eigentlich alle das machen. Es machen eigentlich alle. Es macht eigentlich kaum jemand so wie ich. Erstmal nach Hause nehmen, dann riechen und dann enttäuscht sein. Also natürlich gibt man sein Geld aus, aber es ist natürlich auch immer erschreckend, wenn man dann hört von einer Verkäuferin, dass so um die 300 Leute an einem Duschgel pro Tag riechen, oder? Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das riecht für mich nicht gut. Ich habe es aber gekauft und bin so enttäuscht. Aber ich riech's noch mal. Vielleicht habe ich jetzt einen anderen Geruch als vor 2 Stunden. Also es geht, aber irgendwas stört mich da. Ja, Gott, für die Hände reicht es, aber ich finde es nicht so dolle. Das ist wie immer. Ich und Isana Duschgele, wir werden nicht warm. Ganz selten, dass mir mal eins gefällt.
Ja, riesengroßer Pott, toll. Ich habe gerade von Isana. Ach, siehst du, da ist mal ein Isana-Produkt, was mir gefällt. Dieses Bärige, dieses neue Bärige. Das riecht so toll. Also das hier, naja. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Gut, weiter geht's. Ich habe einen Tee. Kaufe selten Tee. Ich kaufe selten Tee im Sommer. Ich habe den natürlich nur gekauft, weil es eventuell vielleicht ein Sommerprodukt ist, frisch und munter. Werde ich mal probieren. Das klang irgendwie ganz nett. Es ist ein Kräutertee und vielleicht schmeckt er ja total lecker. Vielleicht schmeckt er auch besser kalt. Ein bisschen Zitrone, ein bisschen Zucker. Ja, Zitronengas ist hier drin, Krause, Minze, Zitronenverbene, Melisse und Brombeerblätter sowie Zitronenmyrrhe. Honig, Busch, Orangenblüten. Harmonie für Körper und Seele. Klingt richtig, richtig gut. Ich hatte mal einen Lieblingstee und das war italienische Limette. Ist immer noch mein Lieblingstee. Na, trinke ich gerne auch mal im Sommer und den möchte ich mal testen jetzt hier. Kennt den schon jemand? Dann bitte gerne. Schmeckt der oder nicht? Aber ich muss ja das eh probieren. Ja, aber für andere ist das denn immer interessant, die das denn lesen. Jetzt habe ich was entdeckt und das gefiel mir so gut und das, ich weiß nicht, ist das neu, ist das alt? Ich habe das irgendwie da noch nie entdeckt. Ich hatte da immer so mein Special-Produkt und heute habe ich gedacht, Special-Produkt ist langweilig, teste mal was Neues. Und das ist hier auch ein Massagehandschuh mit Hanf und der sah für mich sehr, sehr einladend aus und ich kann mir vorstellen, dass man damit seine Haut gut peelen kann und der ist aber trotzdem irgendwie total weich und kuschelig, also das ist jetzt hier nicht total krass. Das hier ist so wahrscheinlich die Peeling-Seite und das ist die kuschelige Seite. Ich fand den interessant und deswegen nehme ich den mal mit. Dann habe ich mir das dritte Deo jetzt von Jean and Len gekauft, weil ich muss es haben. Ich liebe beide. Jetzt habe ich alle drei. Ich musste wissen, wie der riecht. Ich musste. Die anderen beiden liebe ich total, benutze ich jeden Tag. Mehrmals mache ich immer so, bevor ich losgehe. So, ich bin gespannt. Irgendwann riecht man auch nichts mehr, ne? Ich glaube, das riecht gut. Ich glaube ja. Ja, eigentlich riecht es gut. Ich brauche einen Moment. Es ist gerade so viel im Hals. Panthenol und Baumwolle. Antibakteriell ohne Aluminium und ohne Alkohol. Also ich liebe die. Also den werde ich ganz bestimmt auch toll finden. Ja, ich glaube, jetzt kommt er langsam. Ich habe gerade irgendwie Probleme mit den Gerüchen, aber das habe ich immer noch. Dreimal riechen, rieche ich nichts mehr. Gut, jetzt werde ich zweimal Duft auspacken und dann werde ich euch das noch schnell vorher zeigen. Das ist von Alterra. Wir sind ja jetzt bei Rossmann von Alterra. Ein Pflegedusche, auch Biolimette. Ich hätte gerne mehr Shampoo, aber gab nicht so viele. Duschgele gab es mehrere. Es riecht auch richtig, richtig gut. Das ist wieder eins, was so ein bisschen hervorkommt von den Gerüchen her. Ich glaube, die Alterra riechen allgemein ganz gut. Oh, das riecht richtig gut. Das kommt schon diesem Vileda hier sehr nah, finde ich. Geht schon in die Richtung. Sinn und Zweck ist ja immer von so einem Video, wenn ich teste, dass ich dann auch euch erzählen kann, welches da jetzt besser riecht, ne? Also, um Geld zu sparen natürlich. Riecht schon echt, ja. Riecht schon echt toll. Ich glaube, da gab es viele. Da gab es auch noch so eins mit. Ah, ich habe Fotos gemacht. Müsst ihr euch die Fotos mal unbedingt anschauen. Da gab es irgendwas mit Strandabend oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ganz neu. Das hier werde ich testen. Ich freue mich schon. Kann ich den ganzen Tag duschen? Ja, mal schauen, ob ich dann ganz schnell einen Favoriten habe. Dann habe ich das hier mitgenommen. Fand das spannend. Ich dachte, das ist neu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es neu ist, aber. Mir kam das neu vor, bloß manchmal bin ich auch blind. Ich bin 100 Mal in der Drogerie und sehe nichts und dann plötzlich fällt mir irgendwas auf. Ja, ich habe das mitgenommen, weil das sind immer so ganz, ganz günstige Düfte und die sind echt toll und die kosten immer nur ganz wenig. Und was hier drauf stand, hat mich angesprochen, dachte ich, das rieche ich mal. Violett, Rose, Jasmine, Tangerine, Black Grant und dann kommt's Sandalwood und Amber. Und das ist immer so das, wo ich sage so. Das möchte ich haben. Also, es gibt ja immer so Stufen, 10 Minuten nach einer Stunde und dann die nächsten 3 Stunden oder Tage oder wie auch immer. Und es bleibt halt Sandalwood mit Amber.
Ich schnupper mal nochmal. Ich hatte da schon gerochen, da gab es einen Tester. Ja, das ist so eine Mischung aus liebe ich total und frisch. Lieblingsduft mit frisch. Ist auf jeden Fall ein schöner Sommerduft, finde ich. Schöner Alltagsduft. Riecht nicht billig. Riecht richtig toll. Riecht interessant, kann man eventuell auch mischen und werde ich benutzen, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir den auch geholt. Das ist so ein richtiger schöner Duft, so für den Alltag. Kann man auch mitnehmen und auf der Arbeit versprühen. Damit fallt ihr nicht so auf. Ihr riecht angenehm, wenn einer an euch vorbeigeht. Aber es ist nicht so, dass sie alle sagen so, oh, so nicht. Aber schon recht angenehm. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher Geruch. Es ist Parfüm. Ja, irgendwie. Rose Jasmin, glaube ich, sehr stark. Ist Geschmackssache. Der eine riecht das und sagt, oh Gott, was hat die denn bloß? Das riecht ja schrecklich. So, jetzt werde ich das erste Mal hier mein Werkzeug benutzen. Dafür ist das immer super praktisch. Ich habe nämlich hier noch was. Und ich meine, das ist neu. Noch ein Duft, weil wie gesagt, ich habe aufgebraucht. Ich freue mich dann immer, kann ich neue benutzen. Und da hatte ich vorher geguckt, was geht so in meine Richtung. Und das hat mich sofort angesprochen, weil hier Vanille mit bei ist, so wie bei dem anderen auch. Ich fand die Flasche extrem süß, oder? Also das kann man ja schon kaufen, nur wegen der Flasche. Was ist das denn? Und das ist ein günstiges Produkt. Ja, wie die Marke heißt, weiß ich nicht. Hier steht drauf DZL. Diesel oder so. Und das ist additive Vanilla und davon gibt es mehrere Sorten. Und ich fand das einfach toll. Es hat mich einfach angesprochen. Nicht nur, weil es Vanille ist, sondern hier steht endlich mal drauf, wonach das riecht. Das erste Mal, dass ich das sehe. Ich habe das Fenster auf. Kann sein, dass man ab und zu mal Nachbarn hört. Also, ich rieche hier, ich lese gerade Bergamotte, Mandarine, Ingwer, was macht die denn dazwischen? Rosenbeere, Vanille und jetzt wird spannend, Guajaca-Holz oder Guajac-Holz, Amber. Ach, ich kann es gar nicht erwarten. Ich weiß, dass der mir gefällt. Ich habe den schon gerochen. Oh. Das geht in die Kaschmir-Richtung. Ich liebe Düfte, die nicht billig riechen. Ne? Die müssen immer so richtig Douglas-mäßig total schwer und teuer riechen. So, ihr kommt rein und alle drehen sich um. Also ich, oh, also mein Geschmack ist es. Ich habe natürlich immer Angst, das so zu sagen, weil ja jeder anders ist und ihr mir vertraut und in Sachen Düften müsst ihr echt wissen, das ist total. Ich kann euch nur den Tipp geben, schnuppert mal dran, weil ihr seid wahrscheinlich wie ich oder eventuell, ich weiß ja gar nicht, ob ihr das seid. Es könnte sein, dass ihr vielleicht auch so seid wie ich. Ich bin immer sehr faul, was das betrifft. Ich mag immer gerne so Tipps und dann gehe ich gezielt rein, weil wenn ihr da vor dieser Vitrine steht, ihr könnt ja nicht die ganze Vitrine durchriechen. Also entweder geht man nach der Flasche, nach dem Preis, was man kennt, nimmt man dann mit, ne? Oder was man mal gehört hat. Und so neue Düfte ist immer echt. Ja, so nicht nur spannend, sondern auch irgendwie so risikoreich. Man gibt sein Geld ja auch aus, ne? Also ich finde den toll. Ich finde den richtig toll. Bergamotte, Mandarine, das ist frisch. Mandarine ist positiv. Bergamotte auch stimmungsaufhellend auf jeden Fall. Ingwer weiß ich nicht. Ingwer riecht eigentlich nicht gut. Aber Rosenbeere riecht wahrscheinlich richtig toll. Und dann kommt ganz zum Schluss am längsten diese Vanille, Guajaca-Holz und Amber. Amber ist auch immer toll. Vanille sowieso und Guajaca-Holz ist irgendwas, was ich nicht kenne. Ganz toll. Also die Flasche ist es doch wert, dass man das mal testet. Merkt euch das gerne, könnt ihr mal einmal abfotografieren. Und dann könnt ihr mal testen. Finde ich echt toll. Ich freue mich so über meine Düfte. Ich bin so in love. Zeig euch die noch mal. Also, Achtung, Handy rausholen, Screenshot. Ich zeige euch jetzt noch mal meine Düfte. Kommt schon, ich wollte es jetzt schön machen für euch, Gattung zu machen. So, diese beiden Düfte
Könnt ihr das so sehen? Kann ich weiterempfehlen. Die riechen richtig, richtig gut. So, und der blaue hier auch. So, bitte recht freundlich. Ja, so, jetzt werde ich mich unter die Dusche stürzen. Oh, mir ist total warm. Jetzt werde ich als erstes mal den Tee probieren. Vielleicht schreibe ich das gleich mit rein, wie er schmeckt. Bin ich total gespannt drauf. Habe ich jetzt auch irgendwie richtig Lust zu. Ich weiß nur noch nicht, ob ich ihn warm trinke oder kalt. Man soll ja an warmen Tagen auch ruhig warm trinken. Ich werde mal sehen, wie ich das mache und wie er für mich passt. Und jetzt werde ich glücklich sein über meine Einkäufe. Und ich hoffe, ihr seid auch glücklich. Ich habe gerade überlegt, ob ich euch noch mal zeige. Nee, aber da weiß ich noch nicht. Ja, meine Tochter hatte halt so ein bisschen Sonnenbrand. Und ich habe ihr gesagt, sie soll sich eincremen. Sie hat nicht gehört. Und das brannte ganz schön. Und dann bin ich sofort losgefahren, weil ich hatte nichts da. Das muss man sich mal vorstellen. Habe ich erst später gefunden, als ich schon eingekauft war. Dachte ich so, ach, da hast du das hingestellt. Ja, After Sun. Wir waren hier noch nicht so drauf eingestellt auf den Sommer. Plötzlich war es warm. Plötzlich sagte sie, sie fährt an den Strand. Und plötzlich kam sie mit einem Sonnenbrand. Das ging alles total schnell. Ich war nicht mit dabei. Sie ist ja schon groß, machte viele Sachen schon alleine. Und dann habe ich auch überlegt, ja, was ist jetzt das Beste? Ich habe sie gefragt, aber sie hat mir noch keine Antwort gegeben. Ich werde berichten, welche After-Sun-Produkte vielleicht bei ihr am besten geholfen haben. Lasse ich euch natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen, werde ich euch berichten. Und jetzt mache ich Schluss. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt geschaut habt. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Ist natürlich kostenlos. Dann sehen wir uns wieder und jetzt geht's weiter mit Fotos und Filmchen. Ja, und ansonsten möchte ich euch einmal, wenn ihr möchtet, ganz lieb drücken, aber nur wer das möchte. Es gibt auch Leute, die mögen das gar nicht und es gibt Leute, die finden das total in Ordnung. Von Freundin zu Freundin einfach mal ganz lieb drücken, schick euch ganz viel Liebe und ja, bleibt gesund auf jeden Fall und natürlich wie immer sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was ich auch noch mitgenommen habe von Rossmann, das ist das hier und das ist echt toll, besonders, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Von For Your Beauty. Und zwar eine Haarspange. Sie wirkt auf den ersten Blick ja total normal. Ne? Die macht man so auf und dann kann man sich die Haare so hochstecken. Ne? So, das ist klar. Ne? Wenn man lange Haare hat, so, dann macht man sich die so hoch und dann ist fertig. Kann ich euch gerne einmal zeigen. So sieht es dann aus. Ne? Wenn man sich keine Mühe gibt. So, das Besondere an dieser hier ist, schaut euch das mal an. Also, wenn ich das aufmache, das heißt, die nimmt auch kürzere Haare mit. Und das finde ich so toll für den Sommer. Die müsst ihr euch mal merken, wenn ihr so vielleicht Haare bis hier habt. Die ist, glaube ich, viel, viel besser, weil die Haare da nicht so durchflutschen. Gerade wenn man so schönes, weiches Haar hat, was ja immer sehr wünschenswert ist. Aber die flutschen dann halt immer da durch. Und hier habt ihr so eine innen drin noch so Dinger. Guck mal. Wow. Cool, ne? Das ist echt was Besonderes. Das habe ich noch nie gesehen. Das war echt ein Zufall, dass ich die entdeckt habe. Die war ja auch nicht teuer. 2,79 €. Könnt ihr euch gleich ein paar Stück von holen. Also, was für ein toller Tipp, ne? Ich liebe das ja. Kratz, kratz. So, jetzt mache ich Schluss.